Servus und hallo. Ich würde euch heute gerne mal meine Taschen bzw. Rucksäcke vorstellen wollen. Und zwar nutze ich im Großteil Rucksäcke der Firma Wisport. Das ist eine polnische Firma, die aus Breslau bzw. Wrocław kommt, die da auch in Polen herstellt ihre Taschen und Rucksäcke und andere Ausrüstungen, die sie verkaufen. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Marke, jetzt schon eine ganze Weile, habe auch mehrere Sachen von denen und ich möchte euch jetzt einfach mal ein bisschen was davon vorstellen. Rucksäcke, für was braucht man Rucksäcke? Oder ich besser gesagt, klar, wenn man einkaufen geht, ich habe kein Auto, deswegen renne ich Leute meistens mit dem Rucksack los, um einzukaufen. Und manchmal hat man auch einen Rucksack dabei, wenn man ja, in den Wald geht, was ich öfters mache. Ich bin nebenbei noch Fotograf. Dann geht die Fotoausrüstung mit in den Rucksack. Manchmal bloß eine kleine Fotoausrüstung. Und da braucht man einen kleinen Rucksack. Den möchte ich jetzt mal vorstellen. Das ist dieses gute Stück hier. Das ist von der Firma Wiesbau, wie gesagt, das Modell Sparrow 16 Liter. Ist nicht wahnsinnig groß, kompakt, klein. Ich habe jetzt hier drinnen gerade, ich zeige euch mal, ist ja halt so. Ich habe hier gerade mein Zelt drinnen, das One Tigress One Shelter oder so ähnlich nennt sich das. Habe ich leider noch nicht getestet. Wird aber bald kommen, weil das Wetter war jetzt noch nicht so gut gewesen, um das zu testen. Aber das Teil wiegt 1,5 Kilo, nicht mal ganz, und passt in diesen kleinen Rucksack super hinein. Ein bisschen mehr würde auch noch reinpassen. Ich packe das mal kurz zur Seite. Ja. So, dieser Sparrow 16. Was macht ihn so besonders? Einmal seine Kompaktheit. Wenn man mal unterwegs ist und nicht so viel mit hat, ist der perfekt. Man kriegt hier locker eine Wasserflasche rein. Man würde sogar zwei solche Wasserflaschen beziehungsweise sogar drei Stück passen rein. Das haben wir schon ein bisschen ausgebeult. Für kleinere Sachen ist der wirklich gut. Er hat hier hinten eine extra Tasche, wo man so eine Trinkblase reinmachen kann, die man hier oben auch durchführen kann. Mit einer kleinen Schlaufe, wo man das einhängt und ist mit einem Klettverschluss gesichert. Der hat dann auch an den Trägern hat er auch für das Tricksystem also kleine Klemmen. Man sich das schön, je nachdem wie man das haben möchte, so drehen kann, wie man es haben möchte. Was sehr gut ist, links und rechts jeweils mit einem Brustgurt. Ja, so, dann hat er im Hauptfach am Deckel eine kleine Einschubtasche. Die ist nicht sonderlich groß, so ja, mit dreiviertel Hand tief, mit Reißverschluss, um Portemonnaie zum Beispiel reinzustecken. Reicht das völlig aus, locker. Und noch ein bisschen Kleinkram. Ein bisschen weiter unten hat er aus Gummi so einen kleinen Organizer, wo man Moment, wo man zum Beispiel, ich habe jetzt hier das Victorinox, oh, was ist das jetzt, Outrider. Das könnte man dann hier in so eine Gummischlaufe hineinpacken und dann würde das behalten. Des Weiteren könnte man Stifte noch einpacken hier, beziehungsweise Taschenlampe, so kleineres Zeug halt. Das wäre das Hauptfach. Ich mache das mal zu. Weiteren haben wir hier vorne noch an dieser Frontseite auch noch mal eine kleine Tasche, die seitlich aufgeht und die auch relativ groß ist. Da passt ein iPad rein, aber von der Höhe her würde noch ein bisschen mehr reinpassen. Also das kann man auch noch gut nehmen. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr wie 16 Liter. Wenn man es richtig gut packt, wird man mehr reinbekommen. Schätze ich mal.
Des Weiteren hat er Kompressionsschnallen auf beiden Seiten, jeweils zwei Stück. Damit kann man das Zeug hier runterspannen und festzogen. Man könnte dann auch noch zusätzlich sich welche besorgen und die unten am Boden festmachen. Könnte auch irgendwas festmachen, wenn man mal wirklich wandern geht, obwohl das mit so einem kleinen Rucksack dann auf längere Sicht mit Übernachtung wahrscheinlich weniger Sinn macht, weil man dann doch nicht so viel auf Dauer mitnehmen kann. Ja, ich setze mal kurz auf, dass ihr mal einen Überblick habt. Ich bin 1,80 Meter groß. Dieser kleine Rucksack sieht manchmal, ich glaube, schon ein bisschen verloren aus. Machen wir den Brustgurt auch noch zu. Ja. So sieht das dann aus, wenn er aufgesetzt ist. Wie gesagt, das ist nicht der größte. Aber so für Kleinigkeiten, wenn ich mit der Actioncam unterwegs bin, da Akkus drin habe, Mikrofon und ein bisschen was zu trinken und essen, reicht der locker aus. Man kann ihn auch abmachen, die Gurte. Das kann ich euch nachher nochmal zeigen, wenn wir dann zu dem anderen Rucksack noch kommen. Da kann man ihn dann ranmachen. Da hat man sozusagen nochmal eine zusätzliche Tasche dran, die man dann, wenn man im Wald geht und übernachtet vielleicht da und im Camp den großen Rucksack lassen möchte, nimmt man bloß einen kleinen Rucksack mit. Wenn man das Gelände erforschen will, ein bisschen entdecken möchte, dann ist das absolut ausreichend und eine super Sache. Und vor allen Dingen, man kann ihn auch sehr klein zusammenfalten und dann in einen größeren Rucksack reinnehmen, wenn man es möchte. Ist auf jeden Fall ein tolles Ding. Die Polsterung hinten am Rücken, so V-förmig hier. Im Sommer, ja, man schwitzt schon runter. Aber nicht so extrem, weil man ja nicht so viel Gewicht drin hat, dass es dann richtig ein Platt drückt hinten. Ja, an sich guter Rucksack. Qualität vom Material ist sehr gut, finde ich. Das Cordura 500. Ist abriebsfest, gutes Material, gute Nähte, gut vernäht alles. Die Reißverschlüsse gehen auch sehr gut, kann man auch nicht sagen. Allerdings, das waren ja viele Rucksäcke, die so um die, also eine Rundung haben. Manchmal hakelt das ein bisschen hier, weil nicht immer, aber manchmal. Aber an sich, toller Rucksack, Qualität, können wir alle Zweifel haben. Davon gibt es auch noch zwei größere Versionen. Den Sparrow 20 Liter, der ist ein bisschen größer wie dieser hier. Und den Sparrow 30. Der Unterschied jeweils ist, dass wir halt natürlich mehr Literzahl drin haben und ein bisschen mehr Schnallen. Und dass natürlich die Fächer ein bisschen anders aufgeteilt sind. Da hat man beim Sparrow 20, beim Sparrow 30 hat man noch ein größeres, also noch ein großes Fach, was man umklappen kann, was hier natürlich nicht funktioniert, aber ist einfach. Aber ist auch bloß der kleine. Gut, das war weg. Also hier, das ist der Sparrow 16 Liter. Ja. So, nun kommen wir mal. Wenn ich beim Sparrow gerade war. Diese Rucksäcke sehen ja schon sehr taktisch aus. Ich mag das Taktische. Ich mag diese Robustheit von Armeeware, weil V-Sport ist auch wohl ein Ausrüster der polnischen Armee oder allgemein von Militärs auf der Welt und baut dementsprechend natürlich auch so nach den ihren Anforderungen die Taschen, Rucksäcke etc. etc. Natürlich ist das nun nicht immer von Vorteil, mit so einem Molle bestückten Rucksack rumzulaufen. Also nicht, dass mich das stören würde, ich mag die Rucksäcke und muss mehr gefallen, aber man will ja nicht immer auffallen. Gerade wenn so ein Molle dran ist, dann macht das schon manchmal schon einen sehr martialen Eindruck irgendwie auf andere Mitmenschen. Und das muss nicht immer sein. Und deswegen habe ich mir noch einen Rucksack anderen noch geholt gehabt, der sehr viel Ähnlichkeit zum Sparrow 30 Liter hat. Also ich habe euch gerade das ganz kleine Modell davon vorgestellt und ich habe erst überlegt, mir diesen Sparrow 30 zu holen. Doch, da habe ich gedacht, das ist für den Alltag vielleicht so, wenn du in der Stadt gediegen unterwegs bist, ist das nicht immer das Beste. Mit diesen ganzen vielen Schnallen und Molle dran. Und da habe ich mich entschieden, um nicht auf die Militärqualität zu verzichten, einen zu holen, der eben keinen Molle dran hat. Und von diesem Rucksack gibt es hier in Deutschland auf YouTube überhaupt keine deutsche Vorstellung. Ich habe noch keine gefunden. Ich habe mich über diesen Rucksack, wo ich mir damals geholt habe, informiert. Ich habe jetzt die Tage extra nochmal geguckt
und aber was Deutsches davon gar nicht gefunden. Nur auf Englisch, Polnisch und auch nicht sehr viel. Ich stelle euch den mal vor. Hier ist das gute Stück. Das ist der Riesport Ranger 30 Liter. In Oliv. Ich mag die Farbe Oliv. Und trotzdem sieht das nicht zu militärisch aus, meiner Meinung nach. Grün ist eine Allerweltsfarbe. Ist kein Tarnmuster drauf. Und kein Molle hier. Extrem, dass man ihn sofort als militärischen Rucksack erkennen würde. Aber die Qualität, die Robustheit ist sehr gut. Die ist auf jeden Fall noch mal besser als die von dem kleinen Sparrow. Meiner Meinung nach, also viel dicker, obwohl das angeblich auch Cordura 500 ist, fühlt er sich aber viel, viel fester und dicker an. Ja, was soll ich zu diesem Rucksack sagen? Dieser Rucksack hat natürlich schon ein besseres Tragesystem. Das nennt sich das SAS Plus System von Resport. Das ist Semi-Adjustable System, also das ist nur halbwegs einstellbar. Muss es auch nicht. 30 Liter, die tut man eh nicht so voll packen, dass man hier kaum noch laufen kann. Und ich zeige euch hier mal kurz, wie man den aufhat. So, der ist halt schon ein Teil größer wie der kleine Sparrow 16 Liter. Hat auch ein Gurt hier, den man aber, ja, den wollen wir sicher machen. Brauche ich eigentlich selten bei dieser Litergröße, aber schön zu haben, kann man auch abnehmen. Ja. Hat auch Brustgurt. Ja, man kann halt den Rucksack hier an den Schultern anpassen und den Gurt hat man halt. Plus Brustgurt. Trägt sich sehr, sehr angenehm. Er hat keine extra Stabilisierung im Rücken drin. Den letzten Rucksack, den ich euch zeige, der hat zwei Alustreben drin. Ich habe noch einen Wiesport-Rucksack, der ist aber meiner Schwester. Da habe ich mein Bushcraft-Zeug drin. Da, wo ich hier wohne, gibt es nicht allzu viel mit Bushcraft. Da warte ich mal wieder, wenn ich bei meiner Familie bin. Da ist dann Wald genug, da kriege ich dann immer einen Wald und da brauche ich das meiste Zeug dann auch. Und deswegen ist noch ein Rucksack, den ich von Wiesport habe, der ist halt da. Ja, den kann ich euch vielleicht bei Gelegenheit auch mal vorstellen. Das ist der Wiesport Silver Fox 2. Ja, na gut, machen wir weiter. Wodurch zeichnet sich dieser Rucksack aus? Also, er hat zwar auch hier diese schönen Kompressionsriemen. Hier unten kann man was festmachen. Man könnte hier was festmachen. Man könnte hier was festmachen. Und an den Seiten natürlich auch noch. Könnte man gleichzeitig was festmachen. Des Weiteren hat er auch noch zwei seitliche Taschen, wo man ganz easy eine Art der Butterflasche reinkriegt oder ein Nalgene oder was auch immer. Da benutzt. Man kann die dann mit den Riemen fixieren, oben und unten. Und das ist auf beiden Seiten. Und ja, super Sache. Finde ich super immer bei Rucksäcken, wenn was da ist. Kann man hier schön mal zeigen. Habt ihr auf beiden Seiten jeweils anderthalb Liter Wasser und habt den Rucksack drinnen noch komplett zur Verfügung. Was ich sagen muss zur Größe, man kann mit diesem Rucksack auch gut einkaufen. Ins Innenleben, also sprich ins große Hauptfach. Hier drinnen passt locker Sixpack von den Flaschen hier hinein. Also schon mehrfach getestet, so ein großes 1,5 Liter Sixpack ohne Probleme. Das hinein. Ja. Machen wir mal auf, das gute Stück. Er geht nicht bis ganz runter mit den Reißverschlüssen auf, sondern bloß ein Dreiviertel. Was Vor- und Nachteile hat. Vorteil ist, es kann nichts rausfallen, weil es einfach vielleicht aufgeht, wenn man nicht richtig aufpasst, dass alles runterfällt. Nachteil ist halt, wenn man es packen will, ist es nicht so schön, wenn man als wie wenn man ihn komplett aufmachen könnte. Ja, was habe ich drin? Ein Poncho von
Helikontex, Regenponcho in Olivgrün. Jetzt mal regnet. Sonst habe ich hier im Hauptfach nichts drin. Da hat man auch hinten einen Einschub für eine Trinkblase, beziehungsweise für einen Laptop, weil dieses System ist ja nicht die Militärserie. Es war vom Material und von der Bauart her wie Militär gemacht, aber das soll nicht die Militärserie sein. Deswegen ist hier auch kein Ausgang für eine Trinkblase. Man hat hier auch an den Schultergurken keine Aufnahme für den Trinkblasenschlauch. Was aber nicht so schlimm ist, weil ich habe noch nie eine genutzt. Und ich wollte halt einen Rucksack haben, der ein bisschen ziviler aussieht. Aber man hat hinten jedenfalls auch eine Tasche drin. Weiterhin hat man hier oben noch eine Netztasche, die bis fast runter reicht. Also wirklich bis zum Ende. So passt der Arm da rein. Also ist schon sehr gut. Ja, ist eine Netztasche halt. Man sieht also, was da drin wäre. So, das Weitere haben wir dann eine zweite größere Tasche. So, was habe ich denn hier drin? Ja, hier ist drin mein Titanfändchen und meine zwei Pouches. Ja. Sonst ist in dieser Tasche auch nichts anderes mehr drin. Eine große Tasche, die auch bis zum Boden geht, aber ohne extra Täschchen auch da drin. Was ich ein bisschen schade finde, gebe ich zu, aber ist auch kein Abbruch. Deswegen war mit dieser Sparrow 30, Entschuldigung, auch erst Frage gewesen, weil der hat hier noch so einen kleinen Organizer drin, wo man Stiftchen reinmacht und sowas, aber da habe ich gedacht, ist schön und gut, nutzt man es immer, aber auf der anderen Seite kann ich ja mit Pouches arbeiten, die ich dann da reinstecke, wo eh alles dann schön geschützt ist und man kann sozusagen den Pouch in den nächsten Rucksack mitnehmen, man muss nicht immer alles einzeln da hinausnehmen. Ja, dann haben wir noch eine weitere Tasche hier vorne. Da habe ich dann drin meine Barco-Labbänder, mein Mora Garberg, noch ein kleines Stativ und mein Resport Lizard. Ja, Resport Lizard. Poppen hier. Das war's mit diesem Rucksack. Ja, also von der Taschenaufteilung her. Also man hat drei normale Taschen und eine Tasche ist noch unterteilt mit einer extra Netztasche. Plus diese Trinkblasenaufnehmung hinten, was aber nicht offiziell für die Trinkblase ist. Warum auch immer das da drin ist. Jedenfalls sehr schöner Rucksack. Hat auch ein integriertes Regencape hier unten drin. Das kann man noch rausziehen. Und das ist auch in der Farbe des Rucksacks. In meinem Fall grün. Oliv. Ja. Also super Rucksack für die Stadt. Für einen urbanen Bereich, finde ich. Natürlich auch für Wanderungen, weil man kriegt viel rein. Wasser kann man an die Seiten reinpacken und hat trotzdem den Stauraum drin, der nicht wegfällt. Was beim Sparrow 30 jetzt wieder gewesen wäre, weil der hat nicht diese Seitentaschen, sondern ist alles mit Molle voll hier. Da müsste man sich Taschen ranbauen, kann man machen. Sieht dann aber doch ein bisschen arg wuchtig aus bei dem kleinen Rucksack. Ja, ist ein schöner Rucksack für die Stadt. Oder für Wanderungen halt, wo man nicht so militärisch aussehen möchte. Diesen Rucksack, wie gesagt, ist der Ranger mit 30 Litern. Gibt es in Olivgrün, in RAL 7013. Das ist so ähnlich die Farbe wie der Carinthia Defense 4. Das ist so grau-braun. Ja, wenn ihr Carinthia kennt, ich zeige euch die nachher noch. Der hier, ich kann es euch gleich zeigen. Den Carinthia, wenn ihr diese Farbe seht hier und das Grün, dann ist das schon ein Unterschied. Und das so ähnlich sieht dieses RAL 7013 auch aus. Das ist so ein braun-grau-grün Ton irgendwie, schlecht zu beschreiben. Ja, grau, irgendwas, ja, so ein bisschen. Dieser Rucksack passt locker auch in den Rucksack rein. Also mit Kompressionssack oder auch ohne. Kann man reinstopfen, locker und hat trotzdem noch Platz.
Also auch schon ausprobiert, super. Wenn ihr über diesen Rucksack ein bisschen mehr erfahren wollt, müsst ihr mal was zu schreiben. Aber über den wurde schon wahrscheinlich genug gesagt. Der wird geliebt und gehasst gleichermaßen. Ist also, ja, darüber gibt es unendlich viele Reviews bei YouTube. Muss ich jetzt nicht vielleicht unbedingt machen. Ja, genau, also diesen Rucksack gibt es in drei Farben. Preislich dreht man sich von um die 90 Euro bis 150 Euro, glaube ich, je nach Farben, die man haben will. Ist sein Geld wert, finde ich. Anhand der Materialdicke wird er mit Sicherheit auch so lange halten wie mein alter Eastpack, aber hat auf jeden Fall das bessere Tragesystem. Ist viel besser gepolstert. Auch der Rücken ist hier viel besser gepolstert. Hat auch irgendwie ja, Plastik oder also noch eine kleine Platte hier, eine flexible eingenäht. Toller Rucksack, kann ich nur jedem empfehlen, der ja, feste Qualität haben möchte, aber nicht gleich so als Hobbysoldat angesehen werden will. Wie gesagt, man muss ja nicht grün nehmen, schwarz oder dieses Rahl, sieht dann doch noch ein bisschen ziviler aus. Aber selbst das Grün finde ich in dem Fall geht gut durch, weil halt nicht so viel Schnallen und Molle hier dran ist. Ja, machen wir mal weg hier. Jetzt zum erstmal letzten Objekt. Und zwar haben wir hier meinen Flaggschiff-Rucksack von der Firma Riesport. Den Riesport Wildcat 65 Liter. Ja, es ist schon ein Koloss. Ein Koloss. Wenn man jetzt dagegen den Sparrow 16 Liter hält, da ist das schon ein heftiger Unterschied. Und auch zum Riesport Ranger, mit 30 Liter ist das schon ein heftiger Unterschied, finde ich. Das ist halt wirklich ein Molle-Monster, würde ich so sagen. Puh, was macht diesen Rucksack interessant? Ja, ich habe lange mit mir gerungen, wo ich mir den geholt hatte, bevor ich mir den geholt habe, ob ich so einen großen Rucksack brauche oder nicht. Und es stand noch ein anderes Modell bei mir zur Auswahl, und zwar der Riesport Raccoon 65. Ja, jetzt wollte ich den 45 Liter haben, aber ja, den holen wir vielleicht auch noch bei Gelegenheit. Aber eigentlich braucht man den dann nicht mehr. Und für die etwas kleineren Touren habe ich ja diesen Silver Fox 40 Liter mit Seitentaschen. Da habe ich eigentlich fast das gleiche da wie bei dem Raccoon 45, was aber ein sehr toller Rucksack ist, wirklich, muss ich sagen. Ja, und der Raccoon 65 sieht erstmal optisch genauso aus wie dieser hier. Kommt auch mit diesen schönen 9 Liter Seitentaschen hier. Also die machen das Ganze dann schon wirklich, ich zeige euch das mal hier. Wenn das alles schön ist, ist dann schon ein ganz schönes Gerät. Wenn er richtig gefüllt ist, bin jetzt erst wieder über die Feiertage, Weihnachten, Silvester, damit unterwegs gewesen. Ich bin zu meiner Familie gefahren, also sprich Mama, Schwester und so. Und ja, habe ich den diesmal mitgenommen wieder gehabt, statt Koffer, weil es irgendwie ein bisschen flexibler hier, finde ich. Und ich habe den gut zugepackt gehabt und er trägt sich bombastisch. Natürlich merkt man das Gewicht schon am Rücken. Es ist nicht so, wenn ich den vollpacke hier, dass ich das nicht merke. Aber man kriegt keine Druckstellen, die Arme werden nicht taub und sowas. Super zu tragen, kann man nicht sagen. Ich werde mal kurz aufsetzen, um euch das mal zu zeigen. Ja, hier ist auch ein Hüftgurt, gepolstert aber anders wie bei der Ranger. Hier macht das auch Sinn, je nachdem wie beladen er ist natürlich. Man hat dann auch noch hier die für die, na ja, ist schon mal viel Träger. Und man hat auch noch hier, um den Rucksack noch sozusagen noch so oben reinzuholen, was sehr gut ist. Und ja, das ist schon
ein richtiges Gerät. Also das ist nichts für mal kurz draußen. Sorry. Mal kurz draußen ein bisschen spazieren gehen. Dafür ist es nicht gedacht einfach. Soll auch gar nicht. Das ist was wirklich für größere Touren. Also der hält auch so, wie ihr sehen könnt hier. Und ich jetzt dann schaue runter. So. Ja, was haben wir denn hier? Fangen wir erstmal mit dem Tragesystem an. Das Tragesystem ist das Fass-System. Also das heißt Full Adjustable System, also das ist voll, also wirklich einstellbar komplett. Man kann die Höhe hier vom Rucksack selber einstellen. Man hat hier noch Stangen dran, die man halt aufmachen kann. Und dadurch kann man den Rucksack tiefer und höher machen, was sehr gut für den Rücken ist, zum Anpassen. Des Weiteren hat man halt, wie ich gerade gezeigt habe, hier schon, dass der Rucksack die Lastengurte, nennt sich das glaube ich, Lastenverteilungsgurte, dass der Rucksack oben auch noch ein bisschen näher an den Rücken rankommt oder weiter weg geht, je nachdem wie man möchte. Ja, und dann natürlich ein Brustgurt, auch abnehmbar, kein Problem. Der Deckel ist auch abnehmbar, wenn man möchte. Der hat den Klett noch gesichert, also man kann den Rucksack auch ein bisschen überfüllen, dass er so hoch ist. Und man kann den Deckel dann auch noch so hoch nehmen, dass es trotzdem noch zugeht, oder man kann ihn komplett abnehmen. Schon mal sehr gut. Persönlich brauche ich das nicht. Bin froh, wenn der Deckel drauf bleibt. Sonst verliert man das ja bloß sinnlos. Ja, die Polsterung von den Gurten selber, von den Schultergurten, ist sehr gut, finde ich. Nicht zu hart und nicht zu weich. Geht auch gut wieder ins, in den Ausgangszustand zurück. Und ist gut gepolstert. Also auch das Material hier ist nicht unangenehm auf der Haut. Ich hatte mal einen Rucksack von Miltec, glaube ich. Da hat diese Polsterung auf der nackten Haut gescheuert. Und im Sommer, wenn man mal vielleicht weiter weg geht, ist das unangenehm, wenn das dann scheuert, und das ist hier nicht der Fall. Super, super, super. Ja, man hat hier einen schönen Hüftgurt dran, der auch gepolstert ist, auch schön dick gepolstert ist. Mit 5 cm dicken Gurten und richtig schönen Duraflex Fast Warrior Schnalle, irgendwie nennt sich das. Was gut hält und auch nicht einfach aufgeht, wenn man Angst hätte. Der Hüftgurt lässt sich auch einfach abmachen. Da wird da hier, wo man das Gurt auch noch, kann man auch noch ein bisschen einstellen. Wenn man das abmacht, kann man den rausziehen. Der ist mit Klett hier drin geschützt. Man hat Mollern bei den Seiten dran. Da haben wir so eine kleine billige Tasche hier rangemacht, wo man hier mal Handy reinmachen kann, eine Powerbank vielleicht noch, ja, Batterien, Navi kann man hier reinmachen. Muss man nicht machen, aber ich habe es mir geholt, halt, dass es ein bisschen am Mann ist und nicht mal in der Hosentasche rumfliegt alles. Ist gut soweit. Ja. Man hat auch hier noch, also hier sind zwei Alu-Streben drunter. Ich weiß nicht, ob ihr das so vorhin gesehen habt hier. Hier so. Das sind so Alu-Streben. Auf beiden Seiten, dass man da schön, dass auf dem Rücken sich schön anpasst und auch ja, hält und nicht hier alles durchdrückt wie bei dem kleinen Sparrow oder bei dem Ranger. Wie gesagt, beim Ranger fällt sich so oft, der ist gut gepolstert, aber wenn man jetzt ein bisschen überladen würde, würde es vielleicht dann doch ein bisschen auf den Rücken drücken, das passiert halt nicht. Ist sehr gut. Also ich kann damit sehr gut leben und für mich bis jetzt das beste Tragesystem, was ich kenne. Keine Ahnung, für die Spannung auf Tasmanian Tiger. Habe ich selber noch nicht gehabt. Ist mir irgendwie sehr teuer, zu teuer. Ja gut, diese Rucksäcke sind auch nicht die billigsten, aber natürlich doch eine ganze Ecke günstiger wie diese TT-Ware halt. Ja, vielleicht hole ich mir irgendwann noch TT, aber mit denen hier super zufrieden. Material ist hier in dem Fall Cordura 1000 und für mich fühlt sich das halt genauso an wie von diesem Ranger, von diesem Ranger 30 Liter. Ist sehr dickes Material und auch ja, strapazierfähig, absolut. Man sieht hier keine Fäden rausgucken, gar nichts. Ja. So, des Weiteren, was haben wir denn noch auf dem Deckel? Ja, im Deckel haben wir hier oben eine schöne große Tasche. Da kommt normalerweise mein Medipack mit rein, Portemonnaie, damit ich schnell rankomme, wenn ich unterwegs bin. Man kann auch andere Sachen haben hier.
Gaspistole oder keine Ahnung. Es ist eine sehr geräumige Tasche, sehr groß, Top-Reißverschluss, sind YKK-Reißverschlüsse bei dem Rucksack. Man hat auf dem Deckelfach Kompressionsriemen, die man natürlich hier auch wegmachen kann und woanders hinpacken kann. Aber so kann man Schlafsack oder Zelt oder was weiß ich hier oben festmachen, Jacke. Toll, wenn man den eröffnet, ist hier auch Schneiden gesichert. Hat man innen auch nochmal eine schöne große Tasche. Ja, absolut groß, ausreichend und toll. Ist auch so ein wasserabweisendes Material, also es wird nicht sofort nass. Aber natürlich durch die Molle, Nähte, sieht man halt, wenn man es gegen das Licht hält, dass da ganz kleine Löcher drin sind. Also wasserfest ist er nicht, aber ja, abweisend schon. Also man kann schon mal in Regen kommen, ohne dass nass wird da drin. Habe ich selber schon getestet, schon mehrfach und super. Oh, dann gehen wir mal weiter. Man hat hier noch oben im Kompressionsriemen inliegend. Und dann kommt natürlich der Schneefang hier. Tja, und überlegt mal, so groß könnt ihr den Rucksack eigentlich machen hier. Und dadurch, dass ihr den Deckel verstellen könnt, könntet ihr den immer noch zumachen. Ja, sehr groß. Ich habe hier mal aus Spaß einfach nur mal Decke reingeschmissen, damit ihr mal so sieht, wie der im vollen Zustand aussieht. Ja, ein Sommerschlafsack und noch eine Decke. Ja, das ist auch leer. Das habe ich auch nicht richtig gestopft, sondern ich wollte einfach bloß mal, dass er ein bisschen Blumen hat, dass ihr das so sehen könnt. Ja, und wie geht es weiter hier drin? Hier drin haben wir eine kleine Tasche mit Reißverschluss. Kann man auch Portemonnaie reinmachen oder Papiere. Ich habe jetzt hier ein paar Briefchen drin. Ja, ist geschützt, kommt keiner ran so schnell und ist eigentlich im sicheren Rucksack sozusagen gut drin. Das wäre es erstmal von hier, weil man sieht hier nichts. Schwarz ist immer blöd zu zeigen, weil ist halt auch drin schwarz. Diese zwei Taschen habe ich auch zum Anfang erwähnt. Das sind 9 Liter, ja, abnehmbar, sind auch mit Molle. Könnte man also noch zusätzlich was ranmachen. Man kann es aber auch abnehmen, geht ganz easy. Und bei diesem Rucksack und bei diesem Raccoon 65 schon im Lieferumfang enthalten. Für die anderen Rucksäcke ist es nicht so. Außer beim Reindeer, also Rentier-Rucksack von Resport, da ist er schon mit bei auch. Aber das ist ein bisschen anders, die Taschen bei dem Reindeer. Die sind nicht mehr mit Molle befestigt, sondern mit so kleinen Haken. Ich finde die Lösung besser, weil es doch ein bisschen, ja, wie sagt man, ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Das ist halt, ja, ist halt besser für mich zumindest. Hier hinten ist auch Platz, hier könnte man eine Axt reinmachen, die dann hier schön im Kopf drin hängt. Jups. Gut, die Tasche hätten wir dann auch durch. Wie gesagt, ich bin noch den Karabiner dran hier, kann man immer mal gebrauchen. Ja, gut. Dann haben wir das Tolle an dem Rucksack, wo ich mich dann doch letztendlich für den entschieden habe und nicht für den Raccoon 65. Der Raccoon 65 ist letztendlich baugleich. Eben ist halt ein bisschen anders, dass diese untere Tasche, wo man die meisten mal ihren im Schlafsack reinpacken, dass das halt hier quer so rüber geht zum Aufmachen. Da hat man halt hier unten eine Reißverschlussleiste. Darauf kommen wir dann später noch zu. Für mich war der Punkt dann gewesen, dieses Feature hier. Und zwar ist dieser Rucksack auch ein Frontloader. Sprich, man kann ihn auch von hier öffnen. Gerade wenn man unterwegs ist und man hat hier wirklich alles zugestopft drin, man muss hier durchwühlen und gerade beim Schwarzen sieht man das gar nicht richtig. Man müsste also ertasten, ist das blöde bisschen. Und hier kann man halt aufmachen und man kann sehen, was drin ist. Man kann ihn auf die Seite legen, man kann ja schön reingreifen, man kann auch super packen damit. Passt super. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt gewesen, den zu holen. Obwohl ich ein bisschen Angst hatte zum Anfang, weil ja so Reißverschlüsse irgendwie immer so Schwachstellen eigentlich sind. Die können ja ausreißen, dann kann man die mal zumachen. Da habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, habe mich auch lange informiert. Aber er hat ja auch hier diese Kompressionsriemen. Also selbst wenn der Reißverschluss kaputt geht, würde das jetzt nicht einfach aufgehen. Aber die Reißverschlüsse sind halt, wie gesagt, auch sehr robust hier gemacht, robuste Ausführungen.
und sehen schon sehr vertrauenserweckend aus. Und ich habe auch noch keine Probleme mit Snowser gehabt. Den jetzt auch schon eine ganze Weile. Natürlich nehme ich den jetzt nicht jedes Mal, weil er meistens natürlich zu groß ist. Für so kleinere Wanderungen ist er zu überladen, also wirkt einfach zu mächtig. Aber für längere Reisen oder wenn ich in Urlaub fahre oder sowas, nehme ich den gerne. Weil er sich gut tragen lässt, man ist flexibler als mit dem Koffer, den man hinterherziehen muss die ganze Zeit. Ja, finde ich gut. Man hat in dieser Tasche hier, ihr seht hier, das ist von meinem Messer, ein paar von dem Mora, Garberg. Das geht natürlich nicht mit dem, aber das ist hier, ihr wisst, was ich meine, ich müsste jetzt das hier abmachen, habe ich auch keine Lust zu. Dann hält das hier richtig gut drinnen und ist immer einsatzbereit, wenn man es im Wald braucht. Hält super, hat sich Mora was Gutes einfallen lassen. Viele mögen diesen Multi-Mount nicht. Ich finde den gut. Habe zu Anfang zwar auch ein bisschen überlegen müssen, wie das gemacht wird mit dem Festmachen, aber geht relativ zügig in den Kopf rein. Jedenfalls hat man hier schön Molle. Man kann also hier Pouches festmachen und sowas, wenn man von außen nicht sieht. Oh, man kommt trotzdem schnell ran durch den Direktzugriff mit Reißverschluss. Man hat hier eine kleine Reißverschlusstasche noch, die auch über die komplette Klappe geht. Da habe ich meistens dann, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs sein sollte, Säge drinnen und ein Messerchen noch und zusätzliches dann einwandfrei. Ja. Das können wir gleich offen lassen, dann kann ich euch das dann drinnen mal zeigen. Dieser Rucksack hat innen, wie ich ja vorhin schon gezeigt, diese Tasche mit dem Reißverschluss und hat hier auch nochmal Molle drin, also Molle-Panel. Jetzt, wie gesagt, mit dem schwarzen Licht wird das nicht so gut sehen, aber. Ein schönes Panel nochmal drin mit Molle. Da habe ich auch schon Pouches befestigt oder sowas. Da hat man ein bisschen mehr Ordnung. Wenn man nicht zu viel mitnimmt und das dann stören könnte, ist das super. Hat alles an seinem Platz. Man weiß genau, wo was ist. Und auch für eine Trinkblase ist hier eine Tasche drin. Und dieser Rucksack ist auch dafür geeignet. Der hat dann auch den Ausgang hier unten. Da kann man dann mit dem Finger durchkommen und dann das hier langführen und hat hier auch. Über dem kleinen Sparrow 16, auch noch beim Sparrow 16, den Trinkschlauch oder Trinkblase hier langführen und auch hier hat man auf beiden Seiten die kleinen Häkchen, wo man das reinpacken kann. Tolle Idee, toll umgesetzt, super. Ups, so, was hat man noch denn hier Schönes? Des Weiteren hat man hier noch eine schöne Tasche hier unten. Die ist nicht groß, aber für Taschentücher und so Kleinkram reicht die. Da ist normalerweise ein Netz drin, was man sich hier festmachen kann. Wo die Armee ihren Helm reinpacken kann. Ich im zivilen Bereich brauche das nicht. Ich trage auch keinen Helm. Aber so hat man eine zusätzliche Tasche einfach noch. Wie gesagt, keine große, klein. Also Taschentücher passen locker zwei, drei Packungen wahrscheinlich. Vielleicht vier Packungen sogar rein. Gut, Reißverschluss. Und hier unten ist dieses von allen liebgewonnene Wort Rucksack, Schlafsackfach, was natürlich nicht wirklich ein Schlafsackfach ist. Ein Schlafsack packt man eigentlich nicht da unten rein, aber ich mache es meistens auch so, aber ich nenne es dann halt nicht so. Das ist halt das Fach, wo mich der Schlafsack am wenigsten stört irgendwie. Ja, egal. Das ist groß genug, der Carinthia Defense 4 passt hier locker rein, mit Packsack auch. Ja, meistens mit dem Packsack nicht mit, weil ja, geht besser, wenn man den so reinstopft und noch besser geht es natürlich, wenn man ihn von oben durchstopft, wenn das zu bleibt, man stopft ihn von oben durch, macht dann diese Schneestürze hier, das Fach ist geteilt, mit so einer Schneeschürze nochmal hier, mit so einem Kordelzug hier und dann macht man Kordelzug zu, da ist er hier unten schon drin und dann kann man von oben schön stopfen. Geht einfacher, als wenn man das alles hier reinstopft und dann mal versucht, hier irgendwie den Reißverschluss mit Krampf zuzukriegen. Ja, wie gesagt, er hat hier auch überall Kompressionsriemen dran. Man kann unten ja, Schlafsack, Zelt etc. ranmachen. Man kann es hier ranmachen. Man kann es hier noch komprimieren. Also, man könnte hier noch Zeug zwischenpacken. Wenn man Taschen abnimmt, könnte man. Da auch noch was anpacken. Er hat eben vier, zwei gute Griffe und hat auch noch
hier jeweils zwei Griffe dran. Die sind natürlich dafür da, als militärischen Bereich. Wenn ihr verletzt seid, ihr habt den Rucksack um, dann kann man euch theoretisch rechts und links jemanden, kann man euch da gut raustragen oder rausziehen aus dem Gefahrenbereich. Weiterhin hat auch noch diese Schnellverschlüsse. Damit könnt ihr den Rucksack blitzschnell abwerfen. Das ist natürlich manchmal wichtig, wenn man ja, im Krisengebiet ist, ein schwerer Rucksack bleibt vielleicht irgendwo hängen oder man ist verwundet oder irgendwas. Man ruft ist man aus dem Rucksack raus. Ja, das soll es soweit erstmal gewesen sein. Ich weiß noch nicht, ob ich ein extra Video mache, wo ich euch zeige, wie der kleine Sparrow 16 hier schön an den Westport Wildcat rankommt. Was easy geht und auch offiziell auf der Webseite ist es so ausgelegt von Westport. Ja, jedenfalls ein Hammerteil. Aber ich werde euch das alles trotzdem verlinken bei Amazon. Da könnt ihr euch die selber mal angucken, auch Rezensionen durchlesen. Man hat halt nicht überall welche, zum Ranger zum Beispiel gibt es eigentlich gar keine eine Rezension, glaube ich, gerade mal. Verstehe ich nicht, toller Rucksack. Gerade fürs Urbane halt. Ja, und das hier ist halt wirklich, also für kleine Buschkrafttouren ist ja nicht zu empfehlen. Da reicht dieser Raccoon 45 Liter mit Sicherheit auch dicker aus. Der hat halt wirklich was für Mehrtagestouren, wo man wirklich weiß, man ist mehrere Tage draußen unterwegs. Ja, man kann die Taschen abnehmen, dann ist er ein bisschen kleiner. Aber es ist trotzdem halt noch ein kleiner Koloss, so von der Menge her. Obwohl natürlich, wenn man viel mitnimmt, sprich so Carinthia 4 im Winter ist er wieder perfekt. Da braucht man einen dicken Schlafsack und dann braucht man doch ein bisschen mehr als im Sommer. Dann reicht der auf jeden Fall locker. Im Sommer ist er vielleicht ein bisschen zu überdimensioniert. Aber das muss ich ja selber wissen. Tragekomfort 1A, wiegt, ich glaube, 3,2 Kilo, Leergewicht schon. Ja, das Ganze nicht so schwer, aber natürlich muss man das Gewicht mit drauf rechnen, wenn man den packt. Man hat zusätzlich sowieso schon 3 Kilo von Hause aus dann mitzuschleppen. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass mal ein bisschen was über die Firma Westport hier gesagt wird. Wie ich finde, eine sehr unterschätzte Marke und auch leider auch viel zu wenig genannte Marke. Gerade so in dem Bereich, der mich interessiert, der Outdoor, Spazieren, Wandern, whatever. Weil die Qualität ist super, kann man nicht sagen. Die Langlebigkeit ist auch sehr, sehr super. Wie gesagt, den habe ich jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr. Den habe ich, weiß ich gar nicht genau, wie lange ist. Man sieht nichts, verschleißtechnisch gar nichts. Der Ranger ist ein bisschen neuer, aber auch schon, hat sich schon oft bewährt. Auch sehr toll und man sieht nichts daran. Klar, so im Schwarz sieht man, also Fuß, also hier nicht Fuß, sondern wenn man irgendwo mal an der Hauswand dran gekommen ist, dann irgendwie so weiße Flecken, die man wegputzen kann, logischerweise. Aber hier riffelt nichts auf, hier franzt nichts aus. Einfach tolle Qualität. Ja, bei dem, ja, hier sind die, ja, ist eine tolle Marke. Wie gesagt, vielleicht zeige ich euch noch mal den Silver Fox 40, den ich noch habe, wenn ich mal wieder bei meiner Schwester bin. Ist auch ein schönes, ein schöner Rucksack, der hat halt den Reißverschluss. Also der ist wie der Wildcat eigentlich aufgebaut, wird oben mit ganz normalen Deckelfach und mit einer Reißverschlusstasche zum Öffnen, aber auf dem Rücken. Sprich, das was der Wildcat hier vorne hat, hat der dann hier hinten. Was auch cool ist irgendwie. Und sieht auch gut aus, lässt sich auch sehr gut tragen. Aber vielleicht dazu später mehr, wenn ihr Interesse habt. Müsst ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob euch das interessiert. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr halt gerne, wenn ihr wollt, einen Daumen hoch geben oder auch nicht halt oder ein Abo da lassen. Ist euch überlassen. Ja, und man sieht sich. Bis dann. Haut gut drin, ne?